Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Wir beschäftigen uns heute mit quadratischen Funktionen und ihren Graphen, den Parabeln. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen anfangs motivieren. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wir haben einen 20 Meter tiefen Brunnen. Wie lang geht es, diesen Stein, der da reinfällt, unten ankommt? Also wie viel Zeit braucht ein Stein im freien Fall für 20 Meter? So, wir werden also hier den Stein rein. Wie lange geht es, bis er hier unten ist? Um das zu lösen, helfen wir ein bisschen und schauen uns die Physik an. In der Physik steht sowas wie h von t ist gleich 5 mal t². H meint in dem Fall die zurückgelegte Strecke oder die Fallhöhe. T die Zeit. In der Mathematik sind wir das nicht so gewohnt, diese Schreibweise. Wir könnten das natürlich auch lösen, aber ihr kennt es wahrscheinlich eher immer, dass man eine Funktion mit f von x bezeichnet. Oder mit y ist gleich. Und dann sagen wir, da wo vor t stand, steht jetzt x. Also eigentlich, was hier oben steht, ist nichts anderes als f von x ist gleich 5x². Nun, bis jetzt kennen wir nur Geraden und die linearen Funktionen. Warum hießen die linear? Weil x eben nur einmal dann vorkam und nicht x mal x. Das heißt, x kam linear vor. Wir haben jetzt aber hier x mal x. Das ist was Neues. Das heißt, der Graph davon wird auch keine Gerade mehr sein, wie wir das bisher kennen. Und das wollen wir nachher mal ein bisschen genau anschauen. Doch zuerst wollen wir diese Aufgabe weiter verfolgen. 20 Meter soll das Ding fallen. Das heißt, unser Funktionswert, den wir suchen, ist 20. Und das setze ich natürlich dann gleich mit dem 5x². Ich soll nach x auflösen. Ich teile durch 5. Da habe ich 4 ist gleich x². Wir suchen also eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert, also wenn man sie ins Quadrat nimmt, 4 gibt. Denn wir kennen nur eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert, die 4 geben kann. Das steht 2. 2 mal 2 ist 4. Nun haben wir aber noch Folgendes. Bei den Geraden haben wir bei so Sachen immer nur eine mögliche Lösung. Hier ist das nicht mehr der Fall, weil überlegt euch mal, minus 2 mal minus 2 minus mal minus gibt plus, ist also auch 4. Das heißt, wir haben diesmal zwei Lösungen, also x1 die 2 und x2 die minus 2. Manche fassen es auch zusammen und sagen, naja, x1, 2 ist plus oder minus 2. Ich habe eine andere Schreibweise dafür. Ihr könnt es aber auch so hier vorne hinschreiben. So, jetzt wollen wir aber das nicht unbedingt nur für die 20 Meter immer lösen. Und es wäre schön, wenn wir das also deswegen einen Graphen haben, wo wir es sogar ablesen könnten. Und damit es nicht ganz so schwer ist, lasse ich jetzt diese 5 hier weg und nehme einfach die einfachste quadratische Funktion, die ich mir vorstellen kann. Naja, f von x ist gleich x². Schwerer bedeutet in dem Fall, man könnte einen Vorfaktor vor das x² machen oder man könnte hier auch noch einen Term dran haben wie plus x, also das x noch linear in diesem Funktionsterm drin haben oder eine Konstante wie plus 5, plus 7. Wenn ich sowas zeichnen will, mache ich das genauso wie früher bei den Geraden auch. Ich baue mir zuerst eine Werttabelle. Das heißt, ich habe eine Zeile, da schreibe ich die x-Werte hin und in der zweiten Spalte schreibe ich die f von x-Werte hin. Beginnen wir mit dem einfachsten in solchen Fällen, damit könnt ihr eigentlich immer beginnen, mit der 0. Wenn ich 0 quadriere, naja, 0 ins Quadrat, 0. 1 ins Quadrat, 1. 2 ins Quadrat, 4. 3 ins Quadrat, 9. Das soll uns erstmal reichen. Jetzt wollen wir aber noch anschauen, wie es links von der 0 aussieht im Graphen. Also, was passiert, wenn ich minus 1 einsetze? Minus 1 ins Quadrat gibt 1. Minus 2 ins Quadrat gibt eben die 4, das haben wir gerade gesehen. Und minus 3 ins Quadrat ergibt die 9. So, wie bei den Geraden auch, müssen wir jetzt diese Punkte einzeichnen in den Koordinatensystem. Doch bitte passt hier auf, es ist nicht wie bei der Geraden, dass wir mit zwei Punkten den Rest der Funktion schon komplett kennen und ihn zeichnen können und einfach ein Lineal ansetzen und durchzeichnen. Das geht nicht. Macht mal so eine Werttabelle, macht es auch ein bisschen genauer wie ich. Also nehmt da euch kleinere Schritte rein, wie 0,5, 0,75, 0,25, einfach ganz kleine Schritte und versucht es mal einzuzeichnen. Es verbindet bitte die Punkte nicht mit dem Lineal, ihr werdet gleich sehen, warum.
Ich habe das jetzt vorbereitet, weil es wirklich ein bisschen schwierig ist zu zeichnen. Und habe hier schon ein kleines Plakat vorbereitet, das ich jetzt hier drüber hängen muss. Und ihr seht, ich habe die Punkte hier eingezeichnet. Den Punkt 1,1. Den nächsten Punkt, der 2,4. Ich habe sie nicht mit einer Gerade verbunden, sondern wenn er die Werte ausrechnet, ist es, die Funktion fängt sehr, sehr flach an und wird dann immer steiler, immer steiler, immer steiler. Und das müsst ihr auch beim Zeichnen beachten. Und umgekehrt, wenn ihr von der 0 aus in die negative Seite geht, also nach links zeichnet, deshalb fängt ihr auch flach an und wird immer steiler und steiler und steiler. Was ihr an der Funktion noch sehen könnt, ist, sie hat eigentlich ein Minimum hier unten, das nennen wir später mal den Scheitelpunkt. Und was ihr auch seht, das Ding ist symmetrisch, in dem Fall hier zur Y-Achse. Das ist, als ob man spiegelt. Also wenn ihr hier einen Spiegel anheben würdet, würdet ihr auch diesen Teil wieder sehen und umgekehrt. Das hier, also der Graph der Funktion x², das nennt man eine Standard-Normalparabel. Und es gibt dafür sogar so etwas Ähnliches wie ein Dreieck, das nennt sich ein Parabeldreieck, ein Parabelschablon. Damit kann man das sehr gut zeichnen. Wenn ihr in der Schule viel damit zu tun habt, guckt mal, ob ihr das nicht irgendwo auftreiben könnt. Das macht euch die Arbeit wirklich viel leichter. So, nun schaut mal wieder auf eurelda.de vorbei und auch bei uns in Facebook. Dankeschön.